Automatismus. Ey, sag mal, bist du von der AfD? Ja. Und du bist jetzt eingemauert hier, oder wie? Ja, das sind hier so Stofffetzen. Scheiß Nazi, bist du ein Nazi? Nein, Nazi. Was würdest du sagen? Das ist ein Irrtum. Das ist ein Irrtum. Nein, ich bin kein Nazi. Trotzdem wirst du von denen als Nazis jetzt bezeichnet? Ja, irrelevant. Die sind alle vermummt? Meine Zielsetzung hier zu stehen ist die Information über kommunalpolitische Inhalte. Was sagst du dazu, dass du jetzt hier eingemauert wirst? Das stört mich. Aber wollen Sie sich eventuell zum Thema Bürgerhaushalt von mir informieren? Da mache ich mal eine Veranstaltung mit dir oder so, wir zusammen. Aber das ist jetzt erstmal natürlich hier. Zeig mal in Deutschland die Meinungsfreiheit. Was zeigt ja, das für sich? Gefällt mir nicht. Ich hätte gerne eine demokratische Umgangsform. Ich will die Bürger informieren über das, was wir so ausmachen. Würde ich Ihnen auch gerne mal eine Wissenskarte dabei, ein Kommunalwahlprogramm zu erstellen. Und da ist das Thema Bürgerhaushalt ein Inhalt. Und da wollen wir mit dem auch durchaus mit dem politischen Gegner mal ins Gespräch kommen. Da gibt es ja unterschiedliche Vorstellungen. Aber die wollen doch nicht. Ja, wie man das sieht, ich gehe mal hier ein bisschen weg, damit man das nochmal sieht hier. Also ein AfD-Mann und der Rest eingemauert von, das glaubt ja kein Mensch. Aber gehörst du dazu zur AfD hier oder nicht? Okay. Aber die wollen alle ihre Gesichter nicht zeigen, sozusagen. Ist aber auch feige, wir versuchen sie mal zu fragen hier. Die Vermummten, da ist einer, da wird hochgehangen. Hier ist auch einer, wird auch hochgehangen. Aber warum wollten ja nicht zu eurer Meinung stehen? Darf ich das mal fragen? Nee, darfst du nicht. Warum nicht? Aber das hat ja keinen Sinn, wenn ihr hier steht. Also, wenn ihr nicht zu eurer Meinung steht, dann hat es ja gar keinen Sinn, dass ihr hier steht. Darf ich euch mal fragen? Ja? Nein, die Anreise zu machen. Die wollen nicht. Also hier gehen wir nochmal weg, damit man das wirklich sieht vom Dresdner Neustadtbahnhof. Die einen wollen ihre Meinung sagen und kundtun und die anderen wollen sie daran hindern, aber wollen nicht einmal ihr Gesicht zeigen, sondern spielen Klassenkampf. Wir tun unsere Meinung auch kund. Ach hier, gehören Sie dazu? Ja, ich gehöre zu dieser Gruppe. Okay, also denken Sie, das sind zwei Nazis hinter Ihnen? Ja. Ehrlich? Wie kommen Sie darauf? Was denken Sie? Was denken Sie da? Warum? Das ist nur eine Vermutung. Eine Vermutung? Also Sie können doch nicht vermuten, dass zwei Nazis sind. Das ist ja schon eine ganz schöne Anschuldigung, die Sie da geben. Und Sie wissen noch nicht einmal, warum? Wie kommt denn das? Nee, ich habe nur keine Lust, mit Ihnen zu sprechen. Und warum denn? Wir sind in einer Demokratie, da wird da miteinander gesprochen. Demokratie bedeutet nicht, dass jeder mit dir reden muss. Klappspaten, Alter, was ist denn los bei dir? Na, aber Demokratie bedeutet da erst recht nicht, dass man Leute, die ihre Meinung sagen, daran hindert. Was sagen Sie dazu? Die Demokratie gefährdet vielleicht schon, das ist ziemlich wichtig. Wer gefährdet denn die Demokratie? Die, die ihre Meinung sagen oder diejenigen, die sie daran hindern, ihre Meinung zu sagen? Was denken Sie? Na, die sagen doch bloß ihre Meinung. Warum hindern Sie die daran? Na, Sie sollen ja nachdenken. Ich frage Sie ja gerade. Also warum tun Sie Leute daran hindern, ihre Meinung zu sagen? Gibt es keine Antwort drauf. Und hier nochmal. Sagst du es den anderen auch noch rum? Also warum tun Sie Leute daran hindern, ihre Meinung sagen? Sagen Sie das nochmal zum Abschluss. Oder hier, der Erste, der was gesagt hat. Also warum werden Menschen daran gehindert, ihre Meinung zu sagen hier? Also nehmt ihr euch das Recht her oder siehst du das Recht her? Hat jetzt mir der Erste gesagt? Ja, yeah, da wurde ich ja endlich mal richtig einsortiert. Also gibt es keine Antwort. Aber es ist eigentlich illegal. Sie können ja nie gegen die... Einfach den Kopf zu, du gehst mir richtig auf die Nerven. Na, glaubst du nicht, dass du den anderen Menschen auch auf die Nerven gehst, wenn du dich ständig daran hinderst, ihre Meinung zu sagen? Du musst auch irgendeine Antwort geben darauf. Ganz schön laut an meinem Ohr. Okay, da gehe ich noch ein bisschen zurück, fass nochmal leiser. Warum tun Sie Menschen daran hindern, ihre Meinung zu sagen? Ich will keiner mit dir reden, falls es jetzt nochmal. Na, aber es gehört doch zur Demokratie, nochmal gefragt. Aber nie mit dir. Ist das nicht peinlich für euch alle, sag mal, hä? Ihr steht wie ein Kindergarten hier? Nee? Na gut. Okay, da gehen wir nochmal ein bisschen weg und sehen das mal. Aber das letzte Wort haben sozusagen die Opfer. Was sagt ihr nochmal zum Schluss? Was denkt ihr darüber, über das Demokratieverständnis der Linken? Hier wird es gerade nicht vollzogen. Nervt euch das? Ja. Was denken Sie, was kann man dagegen tun? Rausjagen aus dem Land geht ja nicht. Was kann man dagegen tun? Dialog mitsuchen, wenn er von der anderen Seite auch angenommen wird. Okay. Na gut, das war so ein schönes Schlusswort. Oder wollt ihr nochmal? Vermummt sich nochmal. Okay, das war's.